Dann Verlierer des Tages, vielleicht auch, weil der Mann in schwierigen Zeiten nicht präsent ist. Ja, mein Verlierer des Tages heute ist Olaf Scholz. Und man muss sich das wirklich mal überlegen. Also die Politiker sind ja alle in den Sommerurlaub gefahren. Das gönnen wir ihnen ja auch. Ja? Also pünktlich zum Sommer war dann der Urlaub auch da. Und das war, weil der Haushalt ja eigentlich verabschiedet wurde. Nun, jetzt ist klar, es fehlen Milliarden. Und anstatt, dass die Politiker zurückkommen, bleiben sie einfach gefühlt weg. Und ich muss sagen, Olaf Scholz ist unser Kanzler. Und wer keine Führungsverantwortung übernimmt für unser Land und sich nicht mal im Sommer zeigt, wenn so etwas dasteht. Ich meine, es sind 17 Milliarden, die noch fehlen. Und deswegen erwarte ich, dass Olaf Scholz zurückkommt aus dem Urlaub. Und ich finde, ich meine, er wird ja nächstes Jahr sowieso abgewählt. Dann kann er ja genug Urlaub machen. Nur die Frage ist jetzt, wie er in die Geschichte eingehen will. Und auch das Ausland sagt ja schon, er ist ein Kanzler ohne Qualität.